So, weißt du, wir sind in meinem Let's Play Venetica und wir haben unsere neue Kleidung. Und jetzt denkt nicht, ich werde immer so weiter spielen, wir müssen noch neue Kleidung haben. Nee, nee, ich werde ungefähr so Videos verpacken, 30 Minuten oder 40 Minuten. Aber das Haushaltskleid würde ich jetzt einfach in dieser Folge loswerden. Denn das gehört halt einfach alles zum Anfang dazu. Hey, wie kann ich dir helfen? So, über seine Zukunft. Was wirst du jetzt tun? Naja, was könnte das schon sein? Eine große Wahl habe ich ja nicht. Ich werde bis zum Ende meiner Tage hier schuften. Abwarten. Oder zumindest bis ich eine bessere Schmiede gefunden habe. Zum Beispiel in Venedig. Oh, wie ich mich nach einer Schmiede in Venedig sehne. Wenn mir jemand eine Schmiede in Venedig anbieten würde, ich würde nicht lange zögern. Ach, aber warte mal, um mir die leisten zu können, müsste ich ungefähr 10 Leben lang schuften. Also, vergiss das. Hey, ich bezahle sie, ne? Okay. Nach der Mondklinge weißt fragen. Weißt du etwas über eine Mondklinge? Oh, verdammt! Die verfluchte Waffe des Todes? Jupp. Das war also nicht nur ein Traum? Es gibt sie wirklich? Ja. Nein! Oder ja? Vielleicht. Entscheid dich mal! Hör zu, ich bin wirklich nicht in der Stimmung für Feengeschichten. Feengeschichten? Das Ding wurde angeblich aus einem Metall geschmiedet, das nicht von dieser Erde stammt. Und man sagt, untote Kreaturen könnten damit vernichtet werden. Ja. Wenn du mich fragst, sowas wie eine Mondklinge gibt es nicht. Und es laufen auch keine untoten Viecher herum. Hey. Das sind Geschichten aus den Bergen und aus den Minen. Hey. Naja, wenn es doch wahr ist und du eine solche Klinge findest, dann würde ich doch schon gerne mal eine... Ja. Bis dahin solltest du dir aber lieber eine richtige Waffe zulegen. Hey. Außerdem kann dir Bleicher auf dem unteren Dorfplatz sicherlich ein paar Tricks beibringen. Ja. Viel Tricks hier. Hilfe kann anbieten. Ich dir vielleicht helfen? Ich brauche noch die Schmiedezange. Sie ist in der Waldhütte, unten im Efeugraben. Ja. Okay. So, auf geht. Wiedersehen. Okay, also. Dann reden wir jetzt von den ganzen Dorfbewohnern hier. Du hast mein Leben gerettet. Wie kann ich dir danken? Nimm diese Dukaten. Mehr habe ich nicht mehr. Er ist arm und soll sein Geschenk behalten. Behalte deinen letzten Besitz. Du bist so gnädig. Genau. So, so viele gute Männer sind tot. Oh. Wer soll jetzt bloß das Kupfererz in der Mine abbauen? Ich! Erzähl mir mehr über das Kupfererz. Wie du weißt, ist unser Dorf von den Kupferminen abhängig. Ich bin eine Händlerin. Bislang habe ich das Erz an Kaufleute aus Venedig verkauft. Aber jetzt, wo so viele Minenarbeiter getötet wurden, gibt es nichts mehr zu verkaufen. Und die Leute haben kein Essen mehr auf dem Tisch. Oh. Bevor wir verhungern, müssen wir San Pasquale aufgeben. Einige Minenarbeiter könnten noch unten im Efeugraben sein. Sie könnten dir mehr erzählen. Falls du in der Zwischenzeit Kupfererzbrocken findest, vielleicht auf dem Weg zur Mine, kaufe ich sie dir zu einem guten Preis ab. Und schließlich habe ich noch ein altes imperiales Schwert im Angebot. Könnte dir helfen, dich in der Wildnis zu verteidigen. Wenn du mir also genug Kupfererz bringst, kannst du diese Klinge kaufen. Handeln. Ich möchte handeln. Also die eine Frage hieß, erzähl mir mehr über das Kupfererz. Und wir werden jetzt auf jeden Fall nicht eine Waffe kaufen, sondern was zum Essen, was zum Heilen. Was du heißt... Lul, irgendwas, okay. Ich weiß, dass es hier noch irgendwo einen gibt. Ja, genau, hier bist du. Du hast viele von uns gerettet und hast das Herz eines Kriegers. Nimm diese Kette. Möge sie dir Glück bringen oder wenigstens eine gesunde Mahlzeit, wenn du die Windmühle erreichst. Ich möchte nicht gehen. Du musst. Du bist eine Gefahr für uns alle. Na, danke schön. Wir wissen, dass sie wegen dir gekommen sind. Stell keine Fragen mehr. Wo ist diese Windmühle? Es genau. Es ist eine Taverne bei einer Brücke nach Venedig. Oh. Danke.
Okay. Ich habe eine alte Kette erhalten. Und du wolltest ja auch mit mir reden. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Trotzdem musst du das Dorf verlassen. Wir sind nicht mehr sicher, solange du da bist. Yep. Was meinst du damit? Diese Assassinen. Wir wissen noch immer nicht, woher sie kamen. Aber sie haben nach einem Fremden gesucht. Und du bist das einzige Findelkind des Dorfes. Die einzige ohne Verwandte. Sie sind wegen dir gekommen. Ach nee. Und geh den Patrono-Brüdern aus dem Weg. Die machen dich für alles verantwortlich, was passiert ist, und haben geschworen, Rache an dir zu nehmen. Oh oh. Gut. Dann... Auf der Jagd? Könnte heute etwas gefährlich sein. Und der Bergpass ist sowieso blockiert. Was machen die hier? Was machst du hier? Wir sind die neue Miliz. Wir stellen sicher, dass sie nicht zurückkommen und das Dorf plündern. Diese Assassinen gehen noch immer um. Sie sind Angehörige eines alten Ordens aus dem bösen Osten. Oh Gott. Hey, mein Vater kommt auch aus dem bösen Osten. Ja, aber gehört wohl kaum zu den tödlichen Derwischen. Zumindest hat er nichts davon gesagt. Wenn ihr Herr es ihnen befehlt, stürzen sie sich in Schluchten, nur um ihre Loyalität zu beweisen. Ich kenne die alten Geschichten. Und jetzt sind sie hier, um eine Mission zu erfüllen. Aber niemand weiß, welche das ist. Warum ist der Pass blockiert? Wir wissen nicht, warum die Straße nach Venedig blockiert ist. Irgendwer... Oder irgendwas... ...lauert in der Schlucht und niemand, der es erblickt hat, ist zurückgekehrt. Aber geh ruhig und vergewissere dich selbst. Sehr gut. Nach Tipps fragen. Welchen Rat kannst du mir geben? Nun, du solltest nach einer angemessenen Waffe suchen, bevor du eine Dummheit machst. Und geh mal zu Bleicher, um etwas Kampftraining zu erhalten, bevor du da rausgehst. Bitte, ich muss jetzt hier raus. Schön, aber gib uns nicht die Schuld, wenn du ohne Kopf zurückkommst. Wie kann sie ohne... Schnauzemann! Die zwei. So, es geht also alles zum... Okay, ich muss erst zum Bleicher. Wie komme ich jetzt zu dem am besten hin? Moment. Ich den Weg gleich gefunden haben. Denn so schwer ist der Weg ja nicht zu finden hier. Das Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz. 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 So. Weil Kupfererz rumliegt, hallo. So, hier die Treppe runter. Was war da? Was war da? Kupfererz, Kupfererz. Also muss ja echt aufpassen wie so ein Luchs, weil da über was rumliegt hier. Moment mal. Moment mal. Okay, da kann ich nicht rein. Schade. Und das ist auch wieder der Eingang zu Matthäus Haus, aber da waren wir schon drin, da will ich nicht nochmal rein. Ist schon wieder Kupfererz? Nein. Okay. So. Imperiale Münze. Okay. Hier ist nichts mehr. Nein. In dem Haus finden wir jetzt Verbot, dass ich mal wieder nicht mitnehmen kann. Da, vergiss das. Und ich kann wieder nach draußen gehen. Kehren wir wieder um. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hey, Scarlett! Komm mal her! Oh! Ist ja gut! Ah, Scarlett! Du hast den Angriff überlebt! Nein, weißt du? Wie man sieht, wieso bist du so überrascht? Naja, ich habe dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Na, danke schön. Es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder. Ich nicht. Dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als der Holzbomber. Letzte Nacht habe ich die Schwachstelle dieser doch teilweise recht unbeholfenen Attentäter entdeckt. Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sie besiegt. Und falls du schon erfahren genug sein solltest, kann ich dir weitere Kampffertigkeiten beibringen. Aha.
Kämpfen trainieren. Zeig mir, wie man die Assassinen besiegt. Genau, zeig es mir. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin wie sie. Dafür aber viel hübscher. Deren besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Okay, okay, okay. Der Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit? Lass mir jetzt bei meiner Notiz lesen. Weiche den Schlägen deiner Feinde aus, um zu beleben. Am besten tust du das während einer Bewegung durch Rollen mit der Viereck-Taste oder dadurch partieren, wenn du die Fähigkeit erlernt hast. Okay. Moment. Ja. Ach Gott, hier. Hä? Sei nicht enttäuscht. Probier's einfach nochmal. Jetzt du nervst mich. Willst du noch etwas üben? Ja. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel. Ich kann auch nichts erlernen, Schrumpfinchen. Ah, Scarlet. Willst du noch etwas üben? Später vielleicht. Oh, ich hasse das. Der erste Kampf gegen ihn ist so blöd. Probieren wir es nochmal, weil jetzt mir uns noch was bleibt und so. Ah, Scarlet! Zeig mir, wie man... Gut. Mund zu. Tschüss. Glückwunsch. Das lief gut. Jetzt, danke. Wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn hab du erfahren bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Gut. Jetzt ist er endlich weg. So. Nein! Sie haben eine Trophäe verdient. Trainierter Dorfbewohner. Okay, weiterspielen. So, wir wollen ja den... Tipp, diese Seite zeigt die Gegenstände, die deine Aufträge betreffen. Sie helfen dir bei deinen Abenteuerfortschritte zu machen und können nicht verkauft werden. Gut. Tipp, diese Seite zeigt deine Gegenstände, wähle einen Gegenstand aus und drücke X, um ihn zu benutzen oder zu aktivieren. Und du kannst ihm außerdem einen Platz auf der Schnellzugriffleiste zuweisen, damit du ihn schnell benutzen kannst. Tipp, diese Zeit zeigt deine Waffen und deine Rüstungen. Wähle ein Objekt aus und drücke X, um Scarlet damit auszurüsten. So. Jetzt haben wir eine neue Waffe. Ja, okay, ich kann auch keine Angriffe hintereinander, was ziemlich schade ist. Dort draußen ist es sehr gefährlich. Oh Gott. Wenn du eine Erklärung brauchst, rede mit den beiden Tratstanden am oberen Ausgang des Dorfes. Okay. Ist ja gut. So. Okay. Ach ja. Was willst du? Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was? Du hast genau mich schon verstanden. Was? Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Oh sie Gott. Sind wegen dir gekommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Oh. Oh. Jetzt hat sie bekommen, was sie verdient hat.
Du wirst gleich bekommen, was du verdienst. Aber ich sterbe nicht. Ich kann nicht sterben. Ha. Bist du ein Dämon? Bitte, bitte vergib uns. Wir wussten nicht. Sie sollen ihren Rat bezahlen. Gnade zeigen und sie am Leben lassen. Du wirst für deinen Verrat zahlen. Jetzt. Genau. Okay. So, bitteschön. Halt mich da einfach anzupissen hier. Nee, du. Kupfererz. Oh, so viel liegt hier auf der Straße unterwegs. Assassine. Jetzt da aber hier. Nein, du Karten, okay. Lass mich raten, wie viele Kupfer jetzt? Nein. Okay, gut. So. Wie egal sind die Drachen. Eva Graben und Kupferfamilie. Okay. Kupfererz. Kupfererz, Kupfererz, Kupfererz. Überall hier. Boah, hier haben wir aber gerade schon ein Geräusch im Ohr hier, ne? Kupfererz. Kupfererz. Und ein Honigpilz. Okay. Ja, genau, genau. Egal. Egal. Jetzt wirst du für das bezahlen, was du unserem Dorf angetan hast. Oh nein, furchtloser Kämpfer, lass uns am Leben. Verspotte mich nicht, Abschaum. Wie du wünschst. Dann reißen wir dich halt wortlos in Stücke. Dürfte nicht zu schwer werden. ey, lass meinen Bruder nur, oder wenn es irgendwo mein Halbbruder ist. Kupfererz. Noch schlechter als im Ding. Scarlett, warum musstest du hier aufkreuzen? Ich hatte alles unter Kontrolle. Voll. Über sein rostiges Schwert lustig machen. Sie hätten ihn getötet. Ich habe sein Leben gerettet. Hattest du nicht? Sie hätten dir die Kehle durchgeschnitten. Genau. Siehst du nicht, dass ich erwachsen geworden bin? Nein. Du musst mir nicht mehr das Leben retten. Ich habe es satt, wie du dich immer um mich kümmerst. Jetzt aber hier. Die Diskussion ist beendet. Geh nach Hause. Sofort. Genau. Ich hasse dich. Und ich will dich nicht auch noch verlieren. Ich hasse dich, sagt er. Ich hasse dich, haut der rein. Du hast eine neue Stufe erreicht. Du hast Attribut AP und Fertigkeitenpunkte FP erhalten. Öffne das Inventar mit Select. Dort kannst du eine AP vertreiben. Zum Einsetzen der FP musst du einen Lehrmeister finden. So, jetzt sind wir auf Stufe 2. Das heißt, wir drehen uns wieder um und holen uns den Zauber, mit dem ich die Mühle ausmalen kann, also wisst schon, was ich meine. Lauf, 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 lauf. Dieser Weg wird lang und deutlich sein. Da muss ich jetzt von unten rein, ne? Ja, jetzt bin ich unten drin.
Ah, Scarlett. Willst du noch etwas üben? Körperfertigkeiten lernen. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber ich kann anfangen. Okay, ist ja gut. Tierwissen. Macht des Schwertes. Was? Standardgriff von was? Oh Gott, nee, jetzt hab ich wieder übersprungen, oder? Weiter das Spielen. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie, dass ich meine Fähigkeiten hier aufrüsten kann. Ja, Quack. Ah, oh, toll. Die Konsistenz kann ich jetzt selber durchlesen, wenn ich ganz schnell durchklicke. Weisheit erhöht deine maximale Menge mentale Energie, sodass du mehr Zaubersprüche wirken kannst. Benutze die Rechts-Links-Buttons, um die AP zu verwenden. Stärke. Stärke erhöht den Schaden von Angriffen mit Waffen, so dass deine Schläge gefährlicher werden. Benutze die Rechts-Links-Button, um die AP zu verteilen. Mentale Stärke. Mentale Stärke erhöht den Schaden von magischen Angriffen, so dass deine Zaubersprüche heftiger werden. Benutze die Rechts-Links-Buttons, um die AP zu verwenden. Wahrscheinlich stand da, ja, ist ja wieder gut. Wahrscheinlich stand hier bei Konzentration, sie ermöglicht, dass deine Gesundheit größer wird oder so. Wahrscheinlich stand das da. Weil die Gesundheit wird auch, größer. Und ich gebe noch einen Punkt auf die Stärke und dann habe ich es auch wieder geschafft. So, dann gehen wir jetzt in die Höhle des Löwen. Oder wie auch immer man das nennen will. In die Kupfermine. Denn den Auftrag erledige ich als allererstes. Ich sehe noch nichts, danke. Wo eigentlich lohnt sich es doch erst nicht, erst den Mondsteinklingel zu holen, nicht wahr? Was habe ich nicht gemacht? Oh Gott. Hier muss doch das Haus sein, oder? Waldhaus. Ich gehe einfach rein und suche das Testament. Du gehst nirgendwo hin. Ach komm schon, was würdest du schon damit anfangen? Du kannst wahrscheinlich nicht mal lesen. Ich habe die gleiche Ausbildung wie du genossen. Nur weil ich nicht mein ganzes Geld für Frauen und Alkohol ausgegeben habe, heißt das nicht, dass ich keinen blöden Brief lesen könnte. Aber ich könnte da reingehen. Klar, geh. Ich vertraue dir. Tust du? Naja. Wenn du deine Waffe auf der Schwelle liegen lässt. Das kann ich machen. Und auch deine Kleider. Meine Kleider? Warum sollte ich das tun? Dann kannst du nicht mit meinem Besitz in deinen Taschen rausschleichen. Du bist ein kranker Kerl. Ich bewege mich kein Stück. Oh nein. Schau dort. Was ist das? Ich muss gar nicht hinschauen, um dir zu sagen, was das ist. Es ist der älteste Trick der Welt. Und ich falle nicht darauf rein. Manchmal überrascht mich, wie du mitdenkst. Ich würde vorschlagen, du verschwindest und überlässt alles mir. Oh, die zwei. Ich habe sogar noch einen besseren Vorschlag. Ich gehe einfach rein und suche das Testament. Du gehst nirgendwo hin. Ja. Ach, komm schon, was würdest du schon damit anfangen? Voll. Du kannst wahrscheinlich nicht mal lesen. Halt dich da raus. Das ist eine Familienangelegenheit. Ja, und die Kontroverse wird bald gelöst werden. Mit dieser Klinge. Wartet, kein Blut vergießen. Genau, was ist hier Einige los? Einige Angelegenheiten kann man nur mit einem guten alten Duell lösen. Diesem jämmerlichen Kerl könntest du auf keine Weise helfen. Doch, du könntest mir helfen. Jetzt habe ich noch eine Idee. Warum hilfst du nicht mir? Beiden helfen? Vielleicht kann ich euch beiden helfen. Eigentlich ist alles ganz einfach. Unser Onkel ist verstorben.
Und jetzt sind wir beide hier, um unser Erbe anzutreten. Okay. Also müssen wir hineingehen und das Testament finden. Mhm. Aber diesem Kerl hier kann man nicht trauen. Doch, kann man. Du bist das schwarze Schaf in unserer Familie. Und das Testament wird ziemlich gut versteckt sein. Mhm. Es wird sicher ein Rätsel geben. Unser Onkel hat Rätsel geliebt. Man könnte sagen, er war sogar ein bisschen übervorsichtig. Dollandisch. Einverstanden. Ich suche das Testament suche und ihr Testament. Beide bringt euch bitte so lange nicht gegenseitig um. Wo denkst du hin? Wenn du Hilfe brauchst, ruf einfach. Ja, vielleicht können wir dich irgendwie unterstützen. Ja, gut. Okay. Juwel aufheben. So. Waldhaus betreten. So. Spiel wird gespeichert. Wie uncool. Zimmer betreten. Oh, verschlossen. Verdammt. Ob ich da wohl reinkommen? Oh, ich weiß es doch nicht. Noch nicht. Wo ist er schon meist? Dort und nicht. Und die auch schon. Was? The fuck? Okay. Schmiedezange aufheben. Ja, was ist das? Okay, also, wir müssen jetzt hier irgendwo nach oben gehen. Denn... Scarlett, also Scarlett! Du sollst die Leiter benutzen, die wo da ganz breit steht. Danke! Was war denn das jetzt bitte hier? Will die Leiter nicht gehen? So, ich habe einfach mal alles mitgenommen. Wir können ja mal selber lesen, was ich bekomme. Wald betreten. Schon irgendwas gefunden. Zwei, halt die vier, Augen offen. 3, 1. Der alte Mann war Rätseln sehr zugeneigt. Okay, also, jetzt brauche ich erstmal einen Stift und einen Zettel. Denn ich habe meine Codes nicht immer bei mir liegen. Nicht immer. Und wir schreiben es das jetzt auf. Also 2. 4, 3, 1. Wahrscheinlich gebe ich es jetzt wieder falsch ein. Okay. So, also. Zweite Trophäe berühren. Vierte Trophäe berühren. So, dritte Trophäe berühren. Die erste berühren. Was ist denn das? Testament aufheben. Das Testament. Da steht, dass alle Güter der Familie an Nesto vererbt werden sollen. Und da steht etwas über eine verborgene Klinge. Ja, okay. Also, ich mache dieses Mal so, dass ich die Wahrheit sage, was in dem Testament steht. Nein! Der letzte Wille, das Testament, das im Waldhaus zu finden war. Dies ist mein letzter Wille. Ich verfüge hiermit, dass mein ganzer Besitz an die Familie von Nesto gehen soll. Außer der Klinge, die verborgen ist. Sie versteckt in der Schattenwelt. Wird sie gesucht werden, wenn es an der Zeit ist. Und nur ihr rechtmäßiger Erbe wird sie entdecken. Wer ohne Familie ist, wird sie wird wieder vereint werden mit der Vergangenheit. Dann gehen wir nochmal raus.
und geben denen ihr Testament. Komm schon. Ansprechen. Du hast das Testament gefunden? Jupp. Na, so eine Überraschung. Dann schauen wir mal, was der alte Kauz aufgeschrieben hat. Gib es ihm nicht. Besser, du liest es uns beiden vor. Ja, mach ich doch. Ich werde das Gebäude zu einem Waisenhaus machen. Davon habe ich schon seit Jahren geträumt. Was? Okay. Hier? Im Wald? Ehrlich, Don. Eine Taverne mit etwas Glücksspiel und hübschen Damen hätte das Dorf nötiger. Oder ich reiße es einfach ab und verhökere das Holz. Das scheint da oben gebraucht zu werden. Ja. Dies ist mein letzter Wille. Ich verfüge hiermit, dass mein ganzer Besitz... Also, ich kann jetzt sagen, an die Familie von Nesta gehen wird, wie es auf dem Testament steht, an der Familie von Don gehen soll, der dann ein Waisenhaus bauen will, oder das zu beiden Hälften auf Don und Nesta gehen soll. Und ich sag diesmal die Wahrheit, denn das ist sehr wichtig für den Lauf des Spiels. An die Familie von Nesta gehen soll. Einmal mehr ist das Schicksal auf meiner Seite. Unglaublich. Das verdienst du nicht. Endlich habe ich wieder etwas Geld in meiner Tasche, wie es sich für jemanden meines Standes gehört. Was für ein Stand? Oh, was soll's. In ein paar Tagen ist eh wieder alles für Wein und Weib draufgegangen. Moment, da steht noch mehr. Außer der Klinge, die verborgen ist. Versteckt in der Schattenwelt wird sie gesucht werden, wenn es an der Zeit ist. Und nur ihr rechtmäßiger Erbe wird sie entdecken. Wer ohne Familie ist, wird wieder vereint werden mit der Vergangenheit. Was soll das unheimliche Gewäsch bedeuten? Eine Klinge, die in einer Schattenwelt versteckt ist? Seltsam. Da steht, wer ohne Familie ist. Die einzige Person im Dorf ohne Familie bin ich. Ah, du denkst, du bist bestimmt, hier ein geheimes Ding zu finden? Ja, ja, warum ja. Auch nicht? Sie kommt mir schon die ganze Zeit etwas mysteriös vor. Nun denn, lasst mich euch alle in meine neue Villa einladen. Dann werden wir dir helfen, unsichtbare Dinge zu suchen. Nicht, dass wir Ahnung von übernatürlichem Kram hätten. Aber da wir während unserer Jugendzeit in der Kunst der Feinmechanik ausgebildet wurden, könnten ja. wir vielleicht beim Öffnen einiger Schlösser helfen. Klar. Immer wieder gern. So. Komm, haust du rein. Ach ja, da muss ich nichts drücken. Das wollte ich mir schon fast merken. Oh, Schwerkot. Grün. Irgendwas grün, irgendwas. Was ist das für eine Farbe da unten? Dann geht es nur darum, die richtige Reihenfolge auszuwählen. Dann blau und rot. Donner. Leicht für Leute wie uns, die so gut ausgebildet sind. In der Kunst der Feinmechanik. Ganz allgemein natürlich. So, die Tür ist nun aufgeschlossen. Wir warten draußen. Genau, wart draußen. Zimmer betreten. Brot. Schrein durchsuchen. Katzin. Ich krieg die Mondlehre. Aber denken Sie jetzt ja nicht, dass die Folge schon beendet ist damit. Nein, nein, ich werde es jetzt mal reparieren lassen. Ja, ich habe die Mundlinge erhalten. Das, diese Vase kann man zerstören. So, Wald betreten. Und immer dieses Ladebildschirm. Drum, drum, drum. Komm schon. Gut. Darf ich jetzt Seht, noch was ich gefunden habe. Unglaublich. Wie aus den alten Erzählungen. Sieht für mich allerdings ziemlich ruiniert aus. Yep. Du solltest einen Schmied ausfindig machen, der sie aufarbeitet, bevor du sie im Kampf verwendest. Wo wir schon davon sprechen, bist du sicher, wirklich jemand zu sein, der mit einer Klinge umgehen sollte? Ja. Ich werde kämpfen, wenn nötig. Ja, etwas Übung, ist das ein Ziel. Ruhe, sonst machst du als Erster mit ihr Bekanntschaft. Also jetzt, wo unser Streit beigelegt ist, können wir nach Venedig zurück. Er kommt Und wegen lang. Dieser seltsamen Fremden auf der Straße ist es wohl sicherer, wenn wir zusammenreisen. Komisch, ich muss dir zustimmen.
Einmal. Ich muss auch nach Venedig. Dann kannst du uns gern begleiten. Dankeschön. Wir warten auf dich am Tunneleingang und durchqueren diesen dunklen und gefährlichen Gang, sobald du bereit bist. Gut. Aber vorher werden wir sicherstellen, dass dich nicht der nächstbeste Schurke in Stücke zerteilt. Wow. Lass uns also deine Kampffähigkeiten auf die Probe stellen. Hier und jetzt. Was sagst du? Legen wir los. Jo. Ja? Großartig. Kämpfe gegen mich und höre auf meine Hinweise. Oh Gott. Ich soll auf seine Hinweise hören. Einige Feinde sind in der Lage, deine Schläge zu parieren. In diesem Fall kann ein direkter Angriff ihnen keinen Schaden zufügen. Oh Gott. Doch wenn du schnell bist, kannst du von den Seiten oder von hinten angreifen. Das tust du, indem du schnell abrollst und gleich zuschlägst. Okay, okay, okay. Abrollen nach links oder rechts, dann zuschlagen. Versuch es. Jetzt. Abrollen und schlagen. Visiere deinen Feind, indem du L2 gedrückt hältst. Drücke die Viereck-Taste zum Rollen und bewege den linken Analogstick in die entsprechende Richtung. Drücke den Aktionsknopf X und um zuzuschlagen. L1, okay. L2. Bitteschön. Ich bin erstaunt. Du bist schnell und scharfsinnig. Yep. Als nächstes solltest du Kombinationsangriffe lernen. Aber für den Anfang sollte das hier reichen. Du warst überraschend gut. Dankeschön. Vielleicht überlebst du tatsächlich, bis wir, sagen wir mal, die Küste erreichen. Sei bloß leise. Wenn du noch etwas übst, schaffst du es vielleicht sogar lebendig bis zu den Toren von Venedig. No. Ich könnte mehr Schutz gebrauchen. Die werden schon sehen. Ich bleibe am Leben und tu Gutes. Könnt ihr mir noch mehr Schutz geben? Das Beste, was wir tun können, ist, dich auf deiner Reise nach Venedig zu begleiten. Und gut, wenn du dabei bist, wird es sowieso mehr Spaß machen, weil dann tatsächlich noch jemand mit Verstand in der Nähe ist. Wir gehen jetzt. Triff uns im Dorf, wenn du bereit bist, nach Venedig zu reisen. Okay. Und vergiss nicht, diese verfluchte Klinge reparieren zu lassen. Okay. Jede Macht, die du aus ihr erwecken kannst, kann nur von Vorteil sein. Okay. Ach ja, und nimm das hier. Es ist mein Reisebericht. Der könnte dir nützlich sein. Oh. Gute Idee. Meinen kannst du auch haben. Oh Gott. Aber vergiss nicht, ihn mir wiederzugeben, wenn du ihn durchgelesen hast. Darf ich jetzt endlich wieder? Yippie-yay. Okay. Okay, neues Tagebuch. Oh. Sie haben ein Trophäe verdient. Trainierter abrollen. Okay. Was auch immer. Reisebericht von Neste und Don. Viele hilfreiche Informationen über Venedig. Dies ist eine Sammlung von Tagebüchern, die Neste und Don mir gegeben haben. Ich habe sie in einem kleinen Kästchen mit einem Bindel vorne drauf bekommen. Und darin war auch eine Silberscherbe. Das war alles, okay. Toll. Okay, ne, der Rest lese ich ein anderes Mal. So. Okay. Oh, wo geht's denn wieder raus hier? Okay. Wahrscheinlich kann ich dann auch gleich. Ach nee, das ist immer noch 2000. So, wir erst unsere Klinge reparieren. Aber mit dieser komischen Waffe, ja, möchte ich nicht an der Dauer rumrennen. Ich bin doch keine Assassine oder was? Ein Teufelshut. So, das findet auf seinem Weg. Ja, ich würde einfach mal alles, was ich auf dem Weg finde, mitnehmen. Ein Honigpilz. Hier geht's weiter. Was zum? Au! Hallo? No.
Hallo? Ich habe mich noch geheilt. Na, wartet! Du bist gestorben, aber du hattest genügend Schattenenergie, und wieder aufzustehen. Es gibt nur eine Waffe, mit welcher du Schattenenergie wieder auffüllen kannst. Ich hasse euch. Ich muss hier weg. Hier weg, hier weg. Nee. Och, ich sehe nichts. Dumme Assassinen. Tschüss. Ah, egal. So viel wollte ich dann noch nicht sterben, aber okay. Nee, verpisst euch. Verpisst euch. Erstmal heilen hier. Etwas gefährlich sein. Oh. Und der Bergpass ist sowieso blockiert. Bitte, ich muss jetzt hier raus. Schön, aber gib uns nicht die Schuld. Schnauze. Genau, Schnauze, Mann. Hallo. Okay, also ich bin ein bisschen schwächer. Und ein bisschen schlecht auf der Playstation, aber mein Gott. Nach der ganzen Steuerung muss ich mir alles noch gewöhnen. Im PC war es ein bisschen einfacher. Aber egal. Das meistert die Bumm auch schon. Auch noch, oder? Whatever. Okay. So. Ich bin ein neuer Stuhl aufgestiegen und das werde ich jetzt nutzen. Boah, Bleicher, wo bist du dumm? Ist ja gut. Ich lege mich jetzt hin. Moment. Ah, da also. Ah, Scarlett. Willst du noch etwas üben? Yep. Bring mir Kampffertigkeiten. Genau. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. So, weiter geht's. Ich wurde leider unterbrochen. So, wir lernen jetzt Schwertparade. So. So, so, so. Und jetzt geht's erstmal zurück zum Schlafen. Denn wir haben... Es ist bereits dunkel. Nein, Spaß. Ich gehe jetzt zum Schmied. Wo ist er denn? Ach ja, oben. So. Wir haben gehört, dass der Bergpass von widerwärtigen Kreaturen versperrt sein soll. So haben wir beschlossen, dass wir erst beschließen werden, was zu tun ist, bevor wir dann losgehen. Wir gehen einfach und besiegen die Monster.
Wir sollten sie uns erstmal ansehen. Wir gehen los und schlagen diese Viecher in Stücke. Ein wahrhaft genialer Plan. Allerdings haben wir gehört, dass keine irdische Klinge ihnen was zuleide tun kann. Wo wir gerade von irdischen Klingen reden, hast du nicht kürzlich eine eher besondere Waffe erhalten? Vielleicht, wenn du sie eines Tages hast reparieren lassen, wird sie uns weiterhelfen. Okay, okay. Bis später. Kein Problem, machen wir schon, regeln wir schon, nicht wahr? So, Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, am besten, wenn ich so dran stehe. Schmiedezange geben. Die Schmiedezange. Ah, wundervoll. Und während du im Wald herumspazierst, werde ich diesen verdammten Blasebalg wieder in Schuss bringen. Den hat's nämlich auch noch erwischt. Ich bin wieder ein Schmied. Naja, wenigstens ein unterbezahlter Hufschmied in einem Bergdorf. No. Hey, wie jetzt stehe ich wieder richtig gut. beschädigte Mondklinge zeigen. Ich habe die Mondklinge gefunden, aber sie scheint beschädigt zu sein. Die Mondklinge? Also sind die Legenden wahr? Ja. Darf ich sie berühren? Oh. Das ist unglaublich. Woher hast du das Ding? Ihm von seiner Zukunft, ihm mit seinem Zweifel ärgern. Nicht jetzt. Es war ein Erbstück, okay. Das im Waldhaus auf mich gewartet hat. Das hört sich nicht sehr glaubhaft an. Du kanntest den alten Kerl doch kaum. Tja. Naja, wie dem auch sei. Das Ding ist beschädigt und unbenutzbar. Solange du also nicht noch weitere Märchen hinterherjagst und hier mit dem legendären Mondstein auftauchst, wird dir das Ding nicht viel nützen. Na super. Ach, und bevor du fragst, nur die Bergwerksleute unten im Efeugraben erzählen sich Märchen vom Mondstein. Vielleicht willst du die ja mal besuchen? Vielleicht auch nicht. Gut, dann gehen wir. Gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Und ich würde sagen, wir speichern mal. Neuer Spielstand. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao.